Moin Moin aus Madeira, cool, der finde ich schon mit einem neuen Video auf meinem Kanal und heute habe ich für euch mal wieder ein Taktik-Update-Video. Viele fragen immer nach der Taktik und heute habe ich auf jeden Fall die Taktik für euch am Start, die ich aktuell in der Weekend League benutze. Ich habe mir jetzt auch ein neues Team gebaut und dementsprechend möchte ich euch heute auch mein neues Team zeigen und halt genau die Taktiken, die ich mit der Mannschaft dann dementsprechend spiele. Wenn euch die Taktik-Videos allgemein gefallen, lasst auf jeden Fall sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Darüber hinaus würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Und ja, wie gesagt, ihr könnt die Taktiken gerne kopieren. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr sie natürlich wie immer in die Kommentare stellen, eure Fragen. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Let's go. So, das ist das Team, was wir frisch gebaut haben. Ja, also ich habe noch kein Spiel mit der Mannschaft gemacht, aber ich finde, die Mannschaft sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Ja, eigentlich alles untradable, außer Dembélé und Neuer. Das kann ich euch eben kurz zeigen. Luke Shaw, Erstbesitzer, 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 wie gesagt, Neuer, habe ich geholt. Llorente Erstbesitzer, Rashford Erstbesitzer, Suarez Erstbesitzer, Fekir Erstbesitzer und Pogba auch und halt eben Dembélé. Das heißt, insgesamt habe ich für dieses Team 700.000 investiert. Dafür, dass es untradable ist, sieht es mega nice aus und ich zeige euch, wie ich mit dem Jungs spiele und dementsprechend auch meine Taktik. Ich würde sagen, wir gehen rein in individuelle Taktiken. Kommen wir zu der Taktik, da habe ich auf jeden Fall Breite 4 eingestellt. Ja, Breite ist eigentlich normalerweise auf 4 oder 5, das ist eigentlich nicht so relevant. Ausgeglichen defensiv ist ja klar, ich glaube in FIFA habe ich bisher nur auf ausgeglichen gespielt die meiste Zeit. Klar, ich habe auch verschiedene andere Varianten probiert, langer Ball etc. pp, schnell Aufbau oder halt auch hier Tod nach Fehlern, aber ich glaube grundsätzlich ist ausgeglichen das Beste. Wie gesagt, Breite auf 4. Tiefe habe ich aktuell auf 7, manchmal mache ich es auch auf 8, aber aktuell habe ich es auf 7. Hat den Grund, dass bei 7 die automatischen Absatzfallen am Start sind. Das werdet ihr sehen, wenn ihr auf 7 oder 8 spielt, beziehungsweise ab 7 ist es dann so, dass die Verteidigung automatisch rausdrückt. Das ist eigentlich ziemlich nice. Es gibt aber auch Spieler, die das nicht so mögen und sagen, ja, ich möchte eher, dass meine Verteidiger tief stehen. Gerade um halt so, keine Ahnung, um so diese Dreieckpässe zu verhindern. Und ich mag das aber grundsätzlich, wenn ich ein bisschen höher stehe und den Gegner dann ein bisschen weiter weg von meinem Tor halten kann. Aber das ist bei jedem ein bisschen anders. Aktuell spiele ich da auf 7. Angriff haben wir ausgeglichen. Wie gesagt, ich habe andere Varianten schon gespielt, finde aber ausgeglichen immer nach wie vor das Beste. Breite habe ich hier auf 6 und 4. Ja, Breite hier habe ich ein bisschen weniger als hier. Ist das eigentlich auch nicht so relevant. Was relevant ist, finde ich hier, Spieler im Strafraum 4. Ich habe es mal öfter probiert auf einem höheren Grad, habe aber dann irgendwie gemerkt, dass das mir nicht so viel bringt in der Offensive ehrlicherweise. Und dementsprechend fand ich eigentlich 4 immer am angenehmsten und ja, würde es auch nicht höher machen. Also ist meine Erfahrung her bisher, die ich hatte in FIFA 21. Ecken und Freistöße, ja, ist bei jedem, würde ich mal sagen, 2-2. Ich sehe jetzt keinen Grund. Ich hätte sogar öfters mal auf 4 für eine kurze Zeit, aber habe dann gemerkt, dass ich zum Teil sogar bei Ecken dann Konter kassiere. Und dann ist das Chancenrisiko nicht wirklich hoch, weil es macht mich jetzt nicht irgendwie gefährlicher, wenn ich dann noch irgendwie auf 4 stelle, weil tendenziell hast du dann einen Mann mehr, beziehungsweise zwei Männer mehr. Aber die Chance halt auszukontert zu werden bei einer Ecke ist halt relativ hoch und das Risiko können wir auf keinen Fall ja, zulassen. Dementsprechend haben wir auch 2-2 Freischüsse. Ich weiß nicht, wie ihr eure Freischüsse macht, aber meistens schieße ich einfach drauf, weil die halt relativ hoch pieseln in dem FIFA. Kommen wir zu der Formation. Formation ist halt bei mir 4-2-3-1 normalerweise. Spiele ich öfters mal mit der 4-2 aktuell, meistens ist es 4-2, aber mit der Mannschaft spiele ich 4-2-3-1. Hat den Grund, weil ich wahrscheinlich in der 4-4-2 mit Fekir auf der Stürmerposition spielen müsste oder mit Marcus Llorente auf der LM-Position oder M-Position. Und das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Ich meine, Marcus Llorente hat Pace, aber ich glaube vom Spielermodell ist er noch immer noch trotzdem langsam. Ja, deswegen ist es bei mir eine 4-2-3-1. Rashford auf LM, Fekir auf 10, Dembélé auf RM, Suarez vorne natürlich der Finisher vorne, Pogba, Llorente auf der Doppel-6. Shaw, Akanji, Bender und Navas ist eigentlich auch eine sehr stabile Verteidigung, wie ich finde. Und im Tor dann Totti Neuer. Wie gesagt, ich glaube, ich werde 0-4-1 spielen. Grundsätzlich kann ich euch aber sagen, 4-4-2 ist nach wie vor natürlich die beste Formation aus meiner Sicht. Wenn ihr das Spielermaterial habt, wenn ihr natürlich so ein ähnliches Spielermaterial wie ich habt, wie ich es habe, dann würde ich euch empfehlen, dann auch die Formation anzupassen an euren Spielern. Weil es macht halt keinen Sinn, auf Kampf 4-4-2 durchzuziehen.
aber ihr nicht das nötige Spielermaterial habt, um halt tatsächlich das durchzuziehen. Wisst ihr, ich meine, weil deswegen muss man immer schauen, wie es halt im Gesamten passt. Aber grundsätzlich 4-2-1, 4-2, selbst der enge Raute, also 4-1-2-1-2, die zweite, ist eine gute Formation, 4-2-1-2. Knackpunkt ist halt, wie gesagt, das Spielermaterial, ob ihr es habt oder nicht. Und dann würde ich mich dann wenden an den drei Formationen. Dann kommen wir noch zu den Anweisungen, die ich für euch habe. Ja, Suarez habe ich defensiv verstärken, hat einfach den Grund heraus, weil wenn man gegen den Ball arbeitet, dass Suarez dann nicht vorne chillt, sondern einfach eventuell ein paar Räume eventuell zumacht im Mittelfeld. Das kann ja nicht schaden. Und das gleiche haben wir eigentlich nirgendwo mehr, also wirklich nur bei den Stürmern. Bei L und R habe ich für Flanken in den Strafraum. Ja, das ist eigentlich ja auch nicht so wichtig oder so relevant oder was jetzt komplett life-changing ist. Aber ist, glaube ich, ganz gut, weil ja, für Flanken in den Strafraum relativ viel Sinn macht. Also ich weiß nicht, wie oft ihr flankt. Ich flanke jetzt nicht so oft in dem FIFA. Aber ja, das benutzen die meisten Pros und ehrlicherweise habe ich das so übernommen. Aber ich merke da auch nicht so viel Unterschied, ehrlicherweise. Aber macht auch nochmal sicher für Flanken in den Strafraum, Bruder. Ich mache das als Anker. Fekir hier habe ich keine Anweisungen. Dann haben wir Marcus Llorente und Pogba. Da haben wir beides auf Mitte abdecken. Und keine weiteren. Normalerweise hat man ja ab und zu mal hinten beim Angriffen, wo ich Vera gespielt habe, hatte ich hinten beim Angriff bei Pogba und Llorente. Die sind beide so offensiv stark, dass ich da jetzt nicht unbedingt hinten beim Angriffen auf Krampf machen müsste. Dann gehen wir zu den Links- und Rechtsverteidigern. Da haben wir hinten beim Angriffen. Ich habe tatsächlich auch mal öfters mal übergreifend probiert. Fand es nicht mal so schlecht, aber am Ende des Tages finde ich immer noch gemischt Angriff am besten und hinten beim Angriffen bei den beiden. Faust. Das ist noch die Bank, die ich habe. Barnes, Lozano, Sterling und Sanchez. Ja, eigentlich noch eine stabile Bank. Ich habe halt Sanchez öfters mal in dem vorherigen Team für Sissoko eingewechselt. Ja, Sanchez ist natürlich ein guter Superstar und Barnes kann man auf jeden Fall auch bringen, so wie Lozano und Sterling. Und bei Meren muss ich sagen, hat mir nicht so gut gefallen. Ich meine, Pace ist da, klar, 4-4, aber ich weiß nicht, irgendwas an Aubameyang gefällt mir überhaupt gar nicht. Vielleicht ist es die Beweglichkeit, vielleicht ist es die Balance. Ich bin mir nicht zu 100%ig sicher, weil eigentlich er ist groß, 99 Sprintgeschwindigkeit, eigentlich von den Stats her ist das in Ordnung, aber ich weiß nicht, jeder, der mal Aubameyang gespielt hat, wird mir, glaube ich, dazu stimmen. Ich meine, 109 Spiele, 84 Tore, 54 Vorlagen ist jetzt nicht schlecht, aber geht auch besser per se, würde ich sagen. Ja. Also kein schlechtes Spiel, um Gottes Willen, aber irgendwie, weiß nicht, würde ich eher, wenn ich einwechsel, Barnes, Lozano und Sterling. Selbst Lozano würde ich über Aubameyang präferieren. Ich weiß nicht, der hat so viel gemisst bei mir zum Teil, also ich weiß nicht. Wie ihr wisst, lese ich halt jeden Kommentar und bin offen für eure Fragen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, in dem Sinne wie, keine Ahnung, ihr könnt mir auch gerne euer Team reinschreiben und ich kann euch sagen, welche Formation ich dort spielen würde. Das könnt ihr sehr, sehr gerne machen, da bin ich auf jeden Fall für euch am Start. Und oder Anweisungen oder Taktiken oder irgendwelche grundsätzlichen Fragen, was die Taktik betrifft oder auch allgemein FIFA, könnt ihr unten in die Kommentare reinhauen. Ansonsten hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat und vor allem, dass das Video euch nicht nur gefallen hat, sondern euch das Video weiterhilft in der Weekend League. Und ja, danke fürs Anschauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Euer Kollege der Finisher. Ciao.